Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Laberecke aus der Quarantäne. Aus der Quarantäne-Unterkunft. Ja. Hey, hallo auch von mir. Ich bin der Renne. Macy, grüß dich. Liebe Regie, der Kalle ist auch anwesend. Hallo. Jo, ja, erzähl. Drei, okay. Ja, heute haben wir ein Endthema, dafür ein bisschen umfangreicher, und zwar geht es um Doom Eternal und generell auch über die Seriengeschichte, wo kommt es her, warum war es indiziert, ja, und eben der aktuelle Ableger von dem Ego-Shooter. Ja, warum war das indiziert? Guck mal. Weil die Deutschen sich 20 Jahre lang angeschissen haben vor Blut und Gedärme. Die Deutschen. Die Deutschen, ja, die Deutschen. In Österreich war es nicht indiziert. Ja, das ist korrekt. Die Österreicher haben sich noch nie angepasst an die Deutschen. Ja. Das war jetzt beim Rauschen. Okay. Ja, no. Doom 1 ist erschienen auf dem PC 1993. Damals noch unter DOS oder was? Oder wie? Ja, das war. Doom war eigentlich so der Verführer von mir überhaupt zum PC oder überhaupt zum Gaming generell. Ja. Unter DOS gespielt beim Onkel illegalerweise natürlich. Damals war ich, keine Ahnung, 8 Jahre. Das sagen wir heute nicht mehr. Bitte was? Das sagen wir heute nicht mehr. Ja. Illegal, das ist heute nicht mehr zulässig. Nein, ich meine ja altersmäßig. Ja. Er hat ja die Vollversion gehabt, das war ja gecrackte. Ich meine, das hat es ja seinerzeit denen gegeben, du hast maximal die Disketten kopieren können. Ist aber auch gecrackt. Nein, eine Originalkopie war das. Eine Originalkopie? Eine Originalkopie zum Nulltarif. Ja, nur gut, das war ja damals an der Tagesordnung, ne? Das war ja nichts Schlimmes. Ja, das war ja ganz normal, das hat sich ja auch noch sozusagen gar nicht verbreiten können. Am Schulhof und so weiter, da sind halt die Shareware-Demos herumgegangen. Genau. Aber es war ja so gesehen, ja, nicht die Vollversion, also nicht das komplette Spiel. Ja, ich habe Doom 1 sogar für Super Nintendo gehabt. Die wenigsten wissen das, dass der für Super Nintendo rausgekommen ist, das Spiel. Aber das war so mystik, das war ja Wahnsinn. Das war ja, gefühlt 10 Frames. Ja, das glaube ich, ja, das wird nicht so super gelaufen. Ist, ne? Ja, ich weiß halt, warum genau für Super Nintendo, weil es war ja für sowas nicht unbedingt gemacht. Ja, es war echt ein sehr, sehr schlechtes Spiel. Das war mein Doom-Einstieg. Seitdem habe ich das Spiel gehasst, mehr oder weniger, und die ganze Reihe. Ja, legendär. Teil 2 war dann auch super. Der ist kurz drauf dann erschienen, 1994. Ja. Und dann war lange Zeit Ruhe, und dann kommt aber der Herr Nintendo wieder ins Spiel. Der inoffizielle dritte Teil, das war dann Doom 64 auf dem Nintendo 64. Ja. Aber das habe ich persönlich nicht gespielt, weil ich einfach kein Nintendo gehabt habe. Ja, da habe ich auch eine Anekdote dazu, weil Doom 1 ist ja für Super Nintendo gekommen, noch ein Doom 64 eben für Nintendo 64. Und da auf dem Super NES das so gefloppt ist, hat es auch auf dem N64 damals überhaupt keinen Menschen interessiert. Das ist komplett untergegangen. Jetzt haben wir, glaube ich, auf dem ganzen Erdball 20 Leute gespielt. Ja, genau. Das ist richtig. Das, damals ist zeitgleich Turok rausgekommen, dieser Indianer-Shooter oder dieser Dinosaurier-Shooter. Also, genau. Doom, also, war da chancenlos in Wahrheit. Ne? Ja, absolut. Das hat gar keinen interessiert. Also nicht einmal die Medien oder ja, die Gaming-Zeitschriften, gar keiner hat da drüber noch einen. Nicht einmal einen Test habe ich irgendwo gelesen. Reviews soll ich zwar zeigen. Es war so ein Internet-Hype, der sich dann jetzt in der Neuzeit mehr oder weniger eigentlich gebildet erst hat. Das hat so inoffizielle Mods gegeben,
dass es eben auch am PC gelaufen ist. Ja, genau. Ja, sowieso viele Spiele, weil du kennst ja einige, die was noch auf dem PC illegal spielen hast, keiner noch, sagen wir so. Aber ja, also wie gesagt, also dieser, so wie es heute beschrieben wird, dieses glorreiche Doom 64, also hat 1997 kein Mensch interessiert. Ne? Nein, überhaupt nicht. No. Es Ja. ist aber jetzt auch re-released worden mit Doom Eternal mit. Stimmt, ja. Kannst du jetzt extra offiziell noch kaufen auf PC und alle Konsolen. Ja. Hast du es gezockt da oder? Jawohl, 2 Stunden lang. Ja, es ist halt alt, man merkt es. Ja. Aber ja. Warum nicht, wenn jemand oldschool sich anschauen will, also auf oldschool Mist steht, dann Mist, ja, Mist, Alter. Auf Retro-Kram steht. Genau, auf Retro steht, der kann sich das auf jeden Fall anschauen. Ich meine, es kostet 5 Euro, da kostet ihm Wahrheit auch nicht viel was falsch machen. Ja, das stimmt. Ja. Also nachholen. War das damals wirklich so schlecht oder Wird es einen doch nicht? Gameplay von uns geben? Zu Doom 64 nicht. Oder noch nicht. Doom Eternal hätte man was. Ihr könnt eigentlich Doom 64 auch machen, wenn das irgendwer Ja, sehen will. das war ganz korrekt dazu. Ja, fangen wir mal von vorne an. Die ersten paar Level habe ich jetzt gespielt. Die weiß ich auswendig, weil es ist gar nicht so einfach, wie man glaubt. Das sind Oder wie Spiele seinerzeit funktioniert haben, das weicht schon sehr von dem ab, was man aktuell gewohnt ist. Ja, die Level, die waren ja so verwinkelt aufgebaut in Doom immer. Ich weiß nicht. Also, ich habe mich da auch nie zurechtgefunden, muss ich eh sagen. Ich meine, da hat es meistens in den Level an seinem großen Hauptraum gegeben und von da sind nur 15 Wege weggegangen. Ja, Also, genau. da bist du wieder im Kreis gegangen. Du hast die verschiedenen Schlüssel für die verschiedenen Türen gesucht. Ne? Ja, ich habe dann auch So kenne meistens, ich Doom. ja, ist ja auch so, ich habe da meistens auch immer die Geheimnisse erst da gefunden, bevor ich die Schlüssel gefunden Ja, die habe. war leichter zu finden. Ja. Ja, weil man oft einfach zu viel zu kompliziert denkt. Ja, aber stimmt schon. Ja, ja okay. Ich meine, Doom 2 habe ich nachher auch gezockt bei einem guten Kumpel auf dem PC. Ja, das war ja nachher schon echt ein Quantensprung fast. Obwohl nur ein Jahr später war es echt super. Also, das hat man noch sogar gut gemacht, muss ich ehrlich sagen. Der Schon, PC ja. Game derzeit. Ja. Okay. Also ich habe Teil 1 viel mehr gespielt wie in 2. Warum auch immer war, kann ich gar nicht sagen. Ja. Aber habe ich jetzt auch nicht viel was gefühlt noch. Ich weiß nicht, erst 3 Level oder was noch. Also so eine geschnuppert einmal und Also quasi ja. die Demo gespielt. Scherbe. Ja, aber war schon das zweite Spiel noch. Also hat er sogar da angehabt. Damals war das ja noch nicht so. Aber muss man auch sagen, die Altersfreigabe noch nicht so wichtig. Ja, das heißt, ich hätte es doch ein bisschen genauer, ja. Ja, ich meine, ich schaut aber jetzt um einiges Realistischer? realistischer aus, ja, das muss man schon. Das wiederum ist. Ja, das schon. Ich meine, es ist aber wohl extra alles überzeichnet. Bei Doom Ja. Eternal zum Beispiel, das siehst du schon, das hat ein bisschen Comic-Touch. Das ist Ja, schon extra überzeichnet, genau. einfach, dass sie der Indizierung entgehen. Genau. So ist das. Jo. Jo, nachher war noch Doom 3. Ja, war lange Zeit Pause, ja, dann war 2004 Doom 3. Kompletter Serienbuch eigentlich. Ja. Es war schon noch Ego-Shooter, aber eher so in die Horror-Ecken. Ja. Also mit vielen Jumpscares, das war ja damals so modern, ich weiß gar nicht, was für eine Games haben das da, ist ja wurscht. Horror-Games waren halt modern. Ich weiß aber nicht mehr, was für eine diesen Trend da ausgelöst haben. Ja, stimmt, ja. Ja, da wollte der Mr. Doom halt mitschwimmen. Ich meine, das Spiel, das an sich, es war ja wirklich nicht schlecht, aber es war halt kein Doom. Ja,
Ja, man, optisch hat es aber schon geil ausgeschaut, ne? Das muss man schon sagen. Also mit den ganzen, weil da haben sie ja so gespielt mit den Licht- und Schatteneffekten, wie sich das so umdreht und die Gegnermodelle haben sie ja auch also sehr detailreich ausgearbeitet, was ich mich so erinnern kann von den ganzen Making-of-Videos. Stimmt, das war Doom und Quake eben, beide von ID Software, die waren ja damals diese Endschenker da, sage ich einmal. Ja, genau. Die haben eben so plastische Gedärme das erste Mal gehabt, Puzzles, Rätsel, Fallen, also wirklich in 3D, das kommt eigentlich alles von Xenon. Ja, stimmt. Also technisch war das schon mächtiger. Aber was denn, hat mich jetzt auch wirklich interessiert. Ne? Ja, es ist Boah. so das schwarze Schaf in der Familie, sagen wir so mal. Ich meine, so die Kritiken waren ja nicht so schlecht, was ich mich so erinnern kann. Und ich meine, du hast es ja auch gespielt. Ja, ich habe es auch viel gespielt, mit vielen Unterbrechungen, aber weil ich diese Jumpscares und so, die haben mich dann noch sehr beschäftigt, muss ich zugeben. Ja. War meistens nur so 30 bis 45 Minuten am Stück und dann ausschalten. Aber cool. Ja, jetzt ein bisschen hart, jetzt ein bisschen hart. Ja, nein, die haben das, also war echt sehr viele Jumpscares und da die Musik, die war dementsprechend, das war schon anstrengend zum Spielen. Ja. Okay. Und dann kommt, dann ist halt das große Reboot gekommen, nur 2016 mit Doom Back to the Roots. Oh ja. Es war. Haben sie auch ganz normal Doom genannt? Ja, überhaupt nicht, ne? Ja, es hat ja in Wahrheit eigentlich nicht viel was anderes gemacht wie die alten Doom, nur in schön. Ja. Es Das stimmt, war ja. ja, Also das haben sie. klassischer Oldschool-Shooter. Ja, Wiedergeburt der Reihe. Kann man spielen, ist jetzt aber nicht so die Offenbarung gewesen. Ich meine, auf keinen Fall schlecht, das ist halt Oldschool einfach gewesen. Ja, finde ich nicht schlecht. Also das hat mich damals mehr interessiert. Jetzt sagt er es ja leider auch nicht, wie so viel ist. Als wäre jetzt auch das nahe Doom Eternal, aber also, weil es einfach so oldschool war, was das ist. Nicht keine Spielereien, kein Enterhaken, kein bla, kein das. Einfach nur metzeln. Einfach nur durchgehen und die ganzen Aliens metzeln. Oh ja. Yeah. Ja, das hat er so gespielt wie in den 90ern. Ne? Ja. Da, ja, kann man machen. Kann man auf jeden Fall machen. So. Okay. Genau, noch bleibt nicht mehr viel. Außer das Doom Eternal, das du ja angezockt hast. Oder Ja. halt durchgezockt hast, ne? Sogar. Ja, was für ein Höllentrip. Bist du des Wahnsinns? War das schwer? Das war echt. Richtig, richtig hardcore. Dabei habe ich eh nur, also es gibt 6 Schwierigkeitsstufen. Ja. Angefangen habe ich auf der dritten. Also das geht Ja. gar nicht. Also sowas von absolut überhaupt nicht. Dann bin ich zurück auf die zweite. Das ist dann für einen guten Shooter-Spieler, der viele Shooter spielt, zu Beginn eigentlich der richtige Modus. Also easy quasi. Na, es Echt gibt jetzt dann oder was? noch einen drunter, der ist very easy. Ja. Aber über den war knifflig. Ja, ich meine, du spielst jetzt das jetzt 25 Jahre Shooter und willst mir sagen, dass nur auf easy zurechtkommst oder was? Also halt Ja. jetzt generell, also würdest du empfehlen, ne? Alter, es ist aber noch schon ein bisschen Ja, ich dachte mit dem heavy. zweiten. Es ist aber einfach. Das Doom Eternal, das hat viele Sachen, was du ausbauen kannst. Du Ja, kannst ja, ja. Waffen modden, die dann stärker werden. Du kannst deinen Anzug modden, dass du dann mehr Rüstung, mehr Gesundheit hast. Ja. Und eben mit dieser ganzen Gadgets oder Skills, was da Skills, kannst dann eigentlich erst die höhere Schwierigkeitsstufen aufhören, weil du das drunter, wie soll ich sagen, du überlebst das einfach nicht. Da ist so viel Damage, das
Ja, okay. Da weicht einfach nicht aus, nur in so kurzer Zeit. Okay. Ja, und wie tust du es upgraden? Sammelst du die von Gegner oder was? Oder? Die Upgrades? Nein, also das haben sie auch beibehalten. Es ist so wie seinerzeit. Es gibt hunderte Räume, Geheimnisse zu entdecken. Eben nur also von absoluten Blödsinn wie Scheuplotten und kleine Dämonenfiguren. Und eben auch so Upgrade-Punkte. Das sieht man alles. Da gibt es aber einen Perk für den Anzug, dass du die Minimap dann komplett offen hast, wenn du das steigerst, und dann ist es definitiv einfacher, das alles zu farmen oder zu finden. Ja, okay, verstehe. Die Sammler ist, der wie das ist. Ja. Und ja, vor allem die Logs sollte man finden, denn das Ding hat eine Story. Der ist echt Ja. gar nicht schlecht, aber nur wenn du ohne die Logs, wenn du jetzt nur die Videos Also anschaust. Audio-Logs oder was war's? Audio-Logs oder was war's? Na, das sind so Textlogs. Ah, okay. Wenn du die nicht findest, also alle nicht, aber zumindest die vom Doom Slayer, die solltest benannt haben, dann verstehst du nicht so wirklich, um was es eigentlich geht. Ah, okay. Also Ja, ist ja. aber ein bisschen schade, und den muss man sich auch selber durchlesen, quasi. Also ist auch normale Textlogs. Ja, genau. So wie was wie bei Fallout alles oft war, was der Hintergrundinfos. Ja. Aber stöbern und lesen und lernen, wo der Herr Slayer, nicht mehr der Marine, herkommt. Ja, nur gut, ich meine, aber Doom ist jetzt ein reines Eckspiel, sage ich jetzt einmal. Und da bist du Adrenalin gibt durch voll noch und oh, so ist der Farbe lesen vorne. Das Ja, ist tut schon ein so gut. bisschen crazy. Glaub mir das tut so gut, diese kleinen Pausen zwischendurch, weil du schwitzt wie eine Drecksau. Ach Gott, Alter, ja, nichts für Ja, du bist wirklich so, wie du sagst, durchgehend vollgepumpt mit Adrenalin. Das ist ein Wahnsinn, das ist komplett irre. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Ja. Durchgehend unter Strom. Da tun diese kurzen Textpassagen echt gut. Auch die Rätsel, in jedem Level gibt es drei, vier Rätselpassagen und zwei, drei Jump-Run-Passagen. Die nehmen den Druck echt außer. Ja. Zum Runterfahren, aber wobei mir die Jump'n'Run-Passagen noch mehr beansprucht haben. Ich mag ja das gar nichts, gar nicht. Das kann ich lieber Regie bestätigen. Ja, das ist korrekt, ja. So wie jeder im Borderlands 3 zum Beispiel herumspringt, das ist. Also, weil im Stuhl bin ich mitkupft und mit ihm Arbeit gestürzt, wenn ich versagt habe. Das ist Wahnsinn. Ja, so wie Also bist heute du im fort Reap ohne zum Sturm auf Beispiel. der Stuhl. Oh ja, oh ja. Also, wenn du Doom durchspielst, du brauchst kein Fitnesscenter, glaub mir das. Das sind tausende Kalorien, was du da auspumpst, das ist irre. Ja, nicht schlecht. Ja, aber ja, ich weiß, was du meinst. Der Hund, ich kenne das. Also, sowas ist nichts für mich. War. Ja, aber jetzt einmal, gehen wir wieder zurück zu Doom Eternal. Wie ist denn so das Gunplay? Haben Sie das, weil Doom steht immer für geiles Gunplay, haben Sie das beibehalten? Funktioniert alles einwandfrei, oder? Das ist einfach mit das Beste, was du überhaupt im Shooter-Genre finden kannst. Es ist punktgenau, es funktioniert. Du musst, ja, das ist ein bisschen tricky bei Doom Eternal. Es ist das stumpfe Geballer, das ist eine Geschichte von gestern, das funktioniert. Also wirklich nur auf easy, easy, easy. Okay. Spätestens auf dem zweiten Schwierigkeitsgrad musst du die Schwächen von den Gegnern kennen. Also, was weiß ich, jeder Dämon, zum Beispiel der Kakodämon, was der dieser schwebende, runde Boulder, Ja, genau. der haltet so, wenn du ihn frontal attackierst, sehr viel aus. Kannst ihm aber einfach, wenn er seinen Mund aufmacht, ein Netz hinein reinwerfen. Der explodiert in ihm und dann machst du noch einen Glory Kill und der ist in einer Sekunde erledigt und dann geht's schon weiter. Und jeder Dämon hat so seine andere Schwachstelle.
Okay. die du attackieren einfach am musst, spätestens wenn dann der Bossgegner und die tonnenweise Ads dort herum sind oder du auf einen höheren Schwierigkeitsgrad gehst, du musst die Schwachstellen kennen. Ah, okay. Ja, kann man da endlich alle Waffen immer mithaben oder ist es so wie bei den meisten Shooter, dass nur zwei maximal mithaben kannst? Na, du hast alles mit, von 1 bis 8 oder 9. Und eben auch dieses Quickradl. Ja, so wie endlich schon immer in Doom war. Ich glaube, in Doom 2 haben sie es eingeführt, oder kann sein. Genau, Weiß ja. Ah, das funktioniert, denke ich, recht gut. Und du kannst ja auch immer an die Situation anpassen. Anpassen, so. mal genau. Ja. Okay, wie ist es so die Optik und der Gore? Passt der Gore? Das ist das Wichtigste. Ja, also trotz vermeintlicher Comic-Optik, sage ich jetzt einmal, das stimmt ja in Wahrheit auch nicht wirklich. Es ist Naja, ist eine Mischung, so ein bisschen, gell? ja vor allem sind wir nicht nur in Stationen unterwegs, so wie es früher mal war. Wir sind auf Planetenoberflächen unterwegs, auf der Erde, auf dem Mars. Es ist bunt, du erforschst Tempel, Ja. aber du erforschst Innereien von großen Gegnern und kämpfst dich dort durch. What? Okay. Ja, also das auch die Glory Kills im Nahkampf, wenn du den Gegner nur zerstückelst oder ihm seine Waffen wegschießt, seine Waffenhand und dann den Torso und dann am Fuß und dann den Kopf. Also kann man alle Exkremente oder ja, wie sagt man? Alle, Körperteile. ja, sag mal, Körperteile. Gliedmaßen. Gliedmaßen. Gliedmaßen, ja, genau. Alle Das ist Gliedmaßen. so wie im war wird das Horrorspiel von EA Karten. Dead Space. Dead Space, genau, wo die einzelnen Körperteile erst abtrennen können. Das geht da Ach, okay. Ha, cool. Ja, das ist eigentlich noch auch schon, dann hat das schon einen spielerischen Einfluss, wenn jetzt ein Monster nur mit einem Fuß umherirrt. obwohl, das merkst du schon. Also wenn du ihm seine Hauptwaffen wegschießt, kann er die quasi nicht mehr ganz mächtig attackieren, dann geht er zum Beispiel in den Nahkampf über. Weil er nichts anderes hat, ihm fällt einfach der Ärmel mit seiner Puffen. Ja, aber ist auch geil. Okay, also ändern auch die Gegner ihre Strategien. Ja, die passen sich auch und das ist. Du hast einfach nie Ruhe. Also. Ja, Vor allem das andere Ding ist, was die große Gameplay-Änderung eigentlich ist. Früher sind ja, wie soll ich sagen, die Munition, Rüstung und Leben sind ja im Level herumgelegen, genau, in diese eckigen Kisten. Ne? ja. Das gibt es jetzt auch noch, aber nur minimal. Also das reicht nie und nimmer, wenn du deinen Spielstil nicht anpasst, so wie im Doom Eternal haben willst. Da geht dir alles aus. Du kommst auf keinen Fall durch. Ja. Und so musst du, also dieser Glory Kill, also diese Nahkampfattacke, die tust du vorwiegend auf anderen Imps oder auf die kleinen Dämonen anwenden, dann kriegst du Leben. Ja. Dann hast du einen Flammenwerfer mit. Auf der anderen Seite, auf der anderen Seite einen Granatwerfer, bist du so wie der Predator ausgerüstet. Ja, genau. Ja, und beim Flammenwerfer, da haben sie Rüstung. Und Ja. wenn du ihn dann mit der Kettensäge zerlegst, dann kriegst du Munition. Okay. Ja, so. Du springst, du dashst, oder du ziehst ihn mit der Schrotflinte hin und das ist ein Gore-Gemetzel, das ist fast künstlerisch. Das kommt so an Tarantino-Film zu, wenn der große Showdown kommt. Das ist ein Wahnsinn. Und das geht so gut 20 Stunden lang, geht es dann dahin. 20 Stunden geht es. Ja. Boah, das ist eine anständige Spielzeit, muss ich auch sagen. Also für das, dass so ein schnelles Gameplay ist, so echt lang, ja. Ja, deshalb tun wir diese Rätsel und Puzzles und Jump-and-Run-Passagen, die tun echt richtig gut. Ja. Ich meine, ich habe mir jetzt also das eine oder andere Video dazu angeschaut, gell? Und ich muss sagen, hey, irgendwie ist es so, du gehst 5 Meter, kommt der Gegner wollen. Passt, du machst hin, dann gehst wieder 5 Meter, kommt der nächste Gegner wollen.
Ob ich da, ist der Eindruck korrekt oder ist das falsch? Nein, Weil, überhaupt nicht. Überhaupt ja. nicht. Ich weiß nicht, wie die dann das Video zusammengeschnitten haben, aber es ist meistens so, ich würde schätzen, 10, 15 Minuten, also ein gröberer Arena-Kampf Ja. gegen die Dämonen und dann hast du aber sicher auch 10, 15 Minuten wieder Leerlauf. Oder Leerlauf. Du hast ein Puzzle, ein Rätsel, musst ein Schalter-Rätsel machen. Oder hast riesige Jump-Run-Passagen von einem hoch aufs nächste. Oder du schießt die mit der BFG auf den Mars Jawohl, und natürlich. ja, er schießt sich selber auf den Mars, der irre Sack. Ja, warum nicht von der Erde auf dem Mars? Ja, mit der BFG 10.000, die bisher größte. Ja, heute, ja. Wie der Mars, Ja, ich meine, ist ja lächerlich. was könnte näher sein? Ja. Ja, passt. Also du hast jetzt auch gesagt, so arenamäßig, ja. Okay, ja. Was kein Teamkommand, aber wieso? Er muss in der Arena immer weiter vorkommen. Was denn? Weil früher mal so in den älteren Spielen war es so, gerade in den Shooter, da sind die Gegner gespawnt und da hat immer müssen, was denn, die Meter für Meter vorkämpfen, damit die Gegner nicht mehr spawnen. Ist da Ah, das auch okay, das so? meinst du. Na, na, überhaupt nicht. Also, es ist ein fester Gegner und so, den muss vernichten und dann kommt es weiter. Ja, genau. Also die Arena, die ist offen, immer verschiedene Ebenen, auch mit Jumppads und sowas. Also Ja. komplette Vertikalität. Und die Gegner, also ab und zu spawnen sie schon noch. Ist aber einfach, weil es oft zwei, drei Phasen gibt. Ja, ach, okay. Oder es ist dann ganz zum Schluss zu, weil da gibt es auch so Ritualstätten, da spawnen sie durchgehend noch. Die Gegner haben aber so einen roten Film, kannst du sagen, über die Haut drüber. Also du weißt, da ist irgendwo ein Spot, den suchst und dann ebbt es ab schön langsam. Ja, genau. Okay. Oh. Ja, ich weiß nicht, nur, ich meine, für mich ist es nichts, was ich sagen. Es ist einfach zu stressig. Ja, es ist völlig, wenn einer mit Shooter nichts anfangen kann. Natürlich nicht, aber jeder, der was da in dem Genre irgendwo unterwegs ist, also definitiv kaufen Sie. Kaufen Sie. Ja, was hast du noch für Wertung aus, ungefähr? Ja, an starken Nenzka. Anetzka! Für Ja, Doom! es ist so gut. Es hilft alles zum Nix. Alter! Steppert! Leider. Ja, leider. Verdient. Ich war nicht so nichts für 80 Euro, aber 90! Ja, es ist der Reboot, ja, der tat die so bei 80, 84 einreihen, aber das Ding, das toppt alles. Also alles, Okay. was in diesem Genre bis jetzt irgendwie stattgefunden hat. Naja. Naja. Ja, und die Bosskämpfe. Und die Bosskämpfe, das kann sich überhaupt kein Mensch vorstellen. Das ist. Weißt du, Ja. oder was? Ja, Hardcore auf Hardcore. 2 HP habe ich gehabt beim Endboss noch. 2 lächerliche HP. Aber No, der war. warum? Ja, brauchst du mit der Kettensäge eine? Na, der war. Also der ganz der letzte zum Schluss, der ist größer wie ein Hochhaus, da ist nichts mehr mit der Kettensäge. Eine in Zaken oder was? Was auch hat. Den siehst du Also. nicht. Ja, weil du bist quasi am Hochhaus oben. Und der spawnt natürlich die ganze Zeit Ads und du siehst ihm oben da so aufwärts. Und Ah, okay. von dort weg fängst du ihn halt bekämpfen an und so, da drei Phasen waren. Ja. Ja, wollen wir jetzt nicht zu viel spoilern, ne? Ah, naja, okay. Ja, aber schon allein ist das ganze Vertikale und der ganze Stress und ein Enterhaken und 100 Waffen mit. Nee, na, nee. Das überfordert den Rennsman komplett. Da auch Ja, das dem ist. Gears Ja. davor. Das Ja, reicht ihm. ist ein bisschen ruhiger. Ja. Ja, gut, Ja. noch. Ich glaube, was denn? Hast du da noch irgendwas? Ja, vielleicht zum Schluss noch kurz ein paar Wörter zum Multiplayer. Es gibt einen, aber nicht mehr so wie früher mit Deathmatch und Co. Ja. Sondern asynchron.
zwar gegen Ahn. Ahn Ja. spielt immer den Slayer gegen zwei Dämonen. Ja, kann man machen, kann man spielen für 2, 3 Stunden, aber hat mich jetzt nicht so gefesselt. Ja, also wird nicht so der große Hype drum werden um den Multiplayer. Nee, ich würde dem Entwickler und auch dem Publisher empfehlen, lass den Multiplayer komplett weg. Dafür mehr Story, mehr als noch 5 Stunden Story eine oder 10. Naja. Ja, aber was der Headstock müsste der Multiplayer haben, ne? Sonst passt. Ja, was heißt denn wissen? Es gibt kein Ingame-Story, irgendwas. Ich meine, es gibt Loadouts, du kannst deine Charaktere anpassen und Sachen freischalten. Aber es gibt keine Lootbox oder irgendwas. Also er verdient eh nichts. Ja. Von dem her, es bleibt nichts hängen. Weiß ich nicht. Ja, aber kann man machen. Kann man machen. Ja, wie ist denn das Balancing? Hast du das gespielt, oder? Ja, ich habe 10 oder 15 Matches gespielt. Immer für einen Test auf der Homepage. Ja. Und als Slayer ist es meiner Meinung nach sehr schwer. Also wenn die zwei Dämonen halbwegs zusammenspülen, ist das sehr key. Okay. Der mal 5 verschiedene Dämonenorten gibt, jeweils auf 2 Loadouts, einmal Support, einmal Angriff. Ja. Und die können auch Dämonen spawnen. Okay, also noch so. Zusätzlich zu denen, die eh schon im Level A drin sind. Ah, okay. Also sind NPCs unter Anführungszeichen sowieso auch drin. Ja, genau. Ja, der Slayer, der muss da echt gut drauf sein. Wenn der da den Sieg davon tragen will, Hut ab. Also wer noch einmal eine harte Herausforderung braucht, kann das auch noch einmal umgehen. Ja, genau. Da kann man sich dann alles Doom einhören und schon. Das Verbrechen. Das Doom Einhorn. Ja, okay. Ja, das Slayer-Kostüm, also Einhorn, ja, Freiheit. Okay. Ich bin Ja, es ist halt für die sprachlos. Fortnite-Generation, was die brauchen, das ist halt einfach so. Ja. Na gut, okay, keine Fragen mehr. Euer Ehren. Ja. Ich habe alles rausgekotzt, quasi, was mir jetzt so einfällt. Ja, also sag's kaufen. Ja, ich weiß, für mich nicht unbedingt. Ja, für Genre-Fans, freilich, wenn einer mit einem Shooter nichts anfängt, wird ihm das jetzt auch nicht bekehren. Aber wer da in dem Metier unterwegs ist, der kommt nicht drum rum. Ja, fein. Das ist ja dann ein schönes Schlusswort. Nun. Ja. Haut rein. Ich bin Haut raus. hin, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.